Ja, guck mal da vorne, was ist das? Was kommt da auf uns zu? Wir sollten lieber abhauen. Was kommt auf uns zu? Was? Hat da jemand eine Bombe gezündet? Ich glaube. Oh, es wird hier alles grün. Oh, schnell zur Kirche, oder? Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und natürlich ist auch der liebe Richie wieder dabei. Hallo Richie. Hallo Sacrifice. Hallo Welt. Ja, da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, wie der Ort hier jetzt heißt. Hotel. Gut, ja, das stand ja irgendwo am Anfang, als Ich wir habe den keine Ort Ahnung. entdeckt haben. Ja, Hotel, genau. Und Ja, wir können und hier rein, glaube ich. hier ist Chicksaws Dreirad. Ach so, das ist das. Ah ja, gruselig. Ist das Chicksaws Zimmer? Werden wir Chicksaw vielleicht auf die Schliche kommen? War das jetzt Werbung? Nein, oder? Nein, nein, nein. Oh, der hat gutes Psycho. Was, was, was? Im ja. Ding. Was, was, gutes, was? Gutes Psycho im Bad hier. Spiegelschrank, ja. Redex, bei mir ist es Redex. Na toll. Möchtest du Redex? Sollen wir tauschen? Nein, möchtest du Psycho? Nein, hier sind aber noch Orangen-Mentats im Erste-Hilfe-Kasten. Oh, wow, der hat auf jeden Fall, ja. Nee, da hatte ich, glaube ich, ein Stimpack drin. Da bin ich mit meinem Loot doch zufrieden. Ja, gut. Okay, das war's aber in die anderen Zimmer. Hier kommen wir gar nicht rein, oder? Die sind alle zu. Leider. Scheinbar nicht. Nein. Ja, hier ist auch keine Tür. Aber dann können wir nach unten rein, oder? Ja. Ja. Kaputter Automat. Oh, und eine Chemkiste. Du kannst sie direkt mal entsperren. Kann ich tatsächlich. Ah, Stimpaks, Medics und aufbereitetes Wasser. Du auch? Kannst du oh, da auch Oh, wow. Nein, ich hatte nur ein Buffout drin. Schweinerei. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Na, das war jetzt nicht so toll. Okay. Nichts los da oben? Nein. Da kommen wir nur wieder auf den Balkon. Okay, dann schmeiße ich hier eben noch ein paar Sachen rein. Ich werfe mir noch mal ein bisschen Wasser ein. Oder vielleicht auch ein Süppchen. Lecker Leuchtpilzsuppe. Bleistifte wiegen jetzt sogar was. Okay, Stifte waren immer gewichtslos sonst früher. Ja gut, es kommt vielleicht auf die Masse an Bleistiften an. Ja, drei habe ich. Ach verdammt, jetzt sehe ich ja gar nicht mehr, was unter dem Wasser ist. Ach ja, richtig. Ich habe leider keinen Wasserblick mehr. Na, da haben wir uns total dran gewöhnt, dass ja. du da drunter gucken kannst, ja. Was mache ich hier eigentlich? Ich kann doch den gesamten Schrott hier reinschmeißen. Ja, aber möchtest du das? Ja. Dann hast du ja keinen Schrott mehr. Warum sammelst du den Schrott, wenn du ihn jetzt loswerden willst? Stimmt eigentlich. Holen wir uns später mal ab. Wenn es da drin bleibt. Ja, ja. Nichts unter Wasser? Ich möchte es nicht ausprobieren. Na gut. Und wir gehen Richtung gackerndes Hühnchen. Okay. Das wäre aber querfeld ein, oder willst du auf der Straße bleiben? Manchmal glaube ich. Oh, meine war auch noch an. Der Pip-Boy. Ich glaube, manchmal ist es sogar sicherer, querfeld einzugehen. Hier haben wir noch Häuschen. Und einen Koffer und einen Seesack. Beides? Nein, ein Ofenhandschuh habe ich hier. Ich würde gerne wissen, was hier drin ist, aber kaputt machen kann man die nicht, oder? Ich glaube nicht. Nein.
habe hier so einen tollen Golfschläger. Ah. Ja. Vorsicht! Ich bin hier reingelaufen einfach. Oh, hier ist noch eine Kiste. Molotow-Cocktail. Ja, das ist genau das Richtige für uns. Ja, genau. Aber Schießpulver ist doch ganz gut. Also das mit den Lichtverhältnissen haben sie aber sehr schön hinbekommen. Gerade wenn die Sonne aufgeht oder gerade untergeht. Ja, guck mal da vorne. Was ist das? Was kommt da auf uns zu? Wir sollten lieber abhauen. Was kommt auf uns zu? Was? Hat da jemand eine Bombe gezündet? Ich glaube. Oh, es wird hier alles grün. Oh, oh, schnell zur Kirche, oder? Oh. Hat hier... Oh nein! Oh Gott, hier ist ja alles grün. Hat hier jemand eine Atombombe gezündet? Scheint so. Oh ja. Radioaktiver Sturm oder sowas. Wir müssen hier raus. Wo? Sieht man das irgendwie auf der Karte? Nein. Wir müssen... Keine Ahnung, wo hat es angefangen? Wo können wir raus? Ich glaube tatsächlich, wir sind genau drauf zugelaufen, glaube ich. Zum Glück haben wir das gesehen. Ja, zum Glück hast du das gesehen. Oh, ist das unheimlich. Oh ja. Und die Kirche ist sicher, hoffe ich. Ich glaube nicht, die ist auch im Grünen. Aber das kann ja nicht ewig weit sein, oder ist jetzt einfach das... Also ist hier überall jetzt gerade ein radioaktiver Sturm? Haben die das als Wettertyp eingebaut? Ich weiß nicht, oder ist das so eine Explosion? Ja, es könnte hier rüberziehen. Es könnte auch so ein Sturm sein. Dann haben sie sich das nämlich abgeguckt. Wieder von einer Mod, ja. Wo bist du? Ich bin hier. Kennst du True Storms? Ja, kenne ich. Ja, ich glaube, die Mod hat das mitgebracht, oder? Diese extrem radioaktiven Stürme. Ach so, für Skyrim kenne ich die. Für Fallout 4? Nee, für Fallout 4, ja. Okay, da kenne ich die nicht. Da kenne ich noch gar keine Mods. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber... True Storms, wahnsinnig schöne Mod, bringt echt schöne Wettertypen mit und ja, macht es sehr viel schwieriger teilweise. Aber ich glaube, hier ist alles jetzt radioaktiv, oder? Meinst du, wir kommen irgendwann mal wieder raus? Also, wenn du in den Himmel guckst, das sieht übel aus. Ja. Aber echt total gruselig. So grün. Ja. Ja, also wenn das jetzt natürlich ein komplett radioaktiver Sturm ist und das ganze Wetter jetzt einfach hier gerade auf der kompletten Karte so ist oder hier in dem Gebiet, dann werden wir wahrscheinlich kein Ende davon finden. Oh, hier ist Sonne. Ja, ja. Oh, es klart auf. Oh, ja, gut. Ich dachte schon. Ja, nun, okay. Also sie haben radioaktive Stürme eingebaut. Eine Frechheit. Da hinten ist ein Ghoul. Links hinter dir jetzt. Und ich wollte gerade noch sagen, dass mir aufgefallen ist, dass hier gar keine Gegner mehr sind und gar keine Brahmine. Gar nichts war da los eigentlich. Oh, Vorsicht, hinter dir kommt gleich noch einer. Aus der Tankstelle. Wenn er kommt. Und da ist noch irgendwo einer, hinter dem Auto. Okay, ich brauche Dave einen Red Away. Hast du keins mehr? Ja, ich glaube doch. Das war aber heftig mit dem Sturm. Sollen wir die Reise wieder aufnehmen? Ja, ich denke. Hier, guck mal, hier vergammelt so ein bisschen. Oh, ja. Ein Fleischhaufen. Ja. Ja, und so, liebe Zuschauer, sehen 2D-Fliegen aus. 2D? Ja, die sind nicht dreidimensional, oder? Ich glaube, das sind einfach nur platte Fliegen. Ach so, das verdünnte kann 150. Oder 100. Ach, das ist Red-X. Okay, Red Away. Ja, da muss ich das mal so nehmen. Und da wir jetzt gerade hier doch an der Red Rocket, bist du noch da? Mhm.
Da wir gerade hier sind, ja, sollen wir hier so ein bisschen was reinschmeißen in unsere Kiste? Da hätte ich die Gewichte doch mitnehmen können, oder? Ja, wobei es ist ziemlich weit, oder? Ja, und dann ist die Kiste auch ziemlich voll. Ja, da wären wir so schnell nicht weggekommen dann. Das war ja ein Sturm. Ach so, reinpacken, den ganzen Schrott lagern, so. Und was haben wir sonst noch gesammelt? Ein Boxhandschuh. Ein Boxhandschuh, wow. Wow, ich habe hier eine 44er-Pistole mit Zielfernrohr oben drauf. Das konnte ich doch besser ans Jagdgewehr schrauben. Oder brauchst du das vielleicht? Ein was? Ein Zielfernrohr. Ich weiß nicht, kann man das ans Jagdgewehr anmontieren? Bestimmt. Sieht so danach aus. Sieht viel zu groß aus für die 44er. Oh, die Sonnenbrille sieht aber nicht gut aus. Okay, draußen schon. Drinnen scheint das mit Beleuchtung mit der Sonnenbrille nicht so gut zu funktionieren. Die Beleuchtung, meinst du, welche? Ja, da müsstest du mich angucken. Ich habe hier eine Sonnenbrille. Bei mir sieht die hier drin weiß aus. Tatsächlich, ja. Wenn man rausgeht, ist sie schwarz. Ach so, nee, hier ist sie irgendwo schwarz gewesen. Oh nein, okay, jetzt ist sie kaputt. Vorführeffekt. Das sieht nicht schön aus. Okay. Du hast recht, ja. Ich weiß nicht, ob ich das noch so gut finde. Sollen wir nicht aufhören mit Fallout 76? Ich habe voll Angst vor diesen Stürmen jetzt. Ich bin zum Glück abgehärtet durch, dadurch, dass ich Fallout 4 auch immer ziemlich heftig gemoddet habe und aktuell auch gerade wieder modde. Für mich privat so ein bisschen. Habe ich mir eben auch nochmal Two Storms organisiert. Deswegen kenne ich diese Stürme, aber ich dachte eigentlich eher gerade, das wäre vielleicht jemand hätte was abgeworfen, weil er uns nicht mag. Sind wir hier eigentlich alleine gerade? Irgendwie ist es so ruhig. Das ist total ruhig, oder? Wir haben hier einen Spieler, der ist ein bisschen weiter weg. Okay, ja doch, ein paar Spieler sind noch, schon noch hier. Oh, einer ist ganz unten. Skipper Limo, 34. Der ist ganz weit weg? Der ist ganz unten in diesem schwarzen, ja, ausgestorbenen Gebiet, so ein bisschen links unten. Ganz rechts ist noch einer, also rechts unten. Ja, irgendwie, also es sind nicht viele Spieler auf der Karte gerade. Gut, es könnte auch ein bisschen die Uhrzeit sein gerade, aber es war allgemein immer sehr ruhig, wenn wir eigentlich gespielt haben. Ja. Oh, was habe ich hier gerade gesehen? Skill-Kaugummi, Cola und Wassermelone habe ich. Mm. Damit kannst du deinen Hunger und deinen Durst ein bisschen senken für eine gewisse Zeit. Mhm. Das ist nicht gut, was ich hier mache, oder? Ich lasse mir total viel Zeit irgendwie. Was machst du denn? Einlagern? Ja, genau. Na, egal. Wir hatten doch was vor, oder nicht? Du machst das gar nicht, ne? Ich hab schon Schrott eingelagert, zumindest. Ja. Ja, wir wollten zu dem gackernden Hühnchen eigentlich, aber dann kam genau. Ja so ein toller Sturm. Ja. Und jetzt wirkt die Stadt wie ausgestorben. Irgendwie schon. Es sind noch keine Brahmen mehr. Wo sind denn die Brahmen hin? Alle verstrahlt irgendwo. Ja, die sind schlauer als wir. Die haben irgendwo einen Unterschlupf gefunden wahrscheinlich. Die haben ihre eigene Vault. Ja, wer weiß. Das Opossum ist noch da. Oh, ja, wenigstens das. Ist es gut, auf Stromleitungen zu steigen? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel. Bitte? Waren wir hier schon? Können wir hier rein? Der hat hier so schön Gartendeko. Naja. Oh, hier ist ein fetter Safe. Da, erfordert Skill 1. Ah. Ja, das macht Spaß. Irgendwo hab ich hier nein! Die Haarklammer! Oh, das macht gar keinen Spaß. Ah, guck mal, was hier alles drin ist. Wie schön. Oh, Bauplan, Pump, Action, Schrotflinte. Das wäre doch eher was für dich, oder?
Bauplan habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht daraus geholt. Ja, könnte sein. So eine Pumpgun. Ja, ich habe aber eine Pumpgun schon. Aber da könnte man die vielleicht ver... Was war das? Das ist eine I. Was? Die hatte so ein spezielles Symbol. Sind die jetzt alle krank, die Tiere hier, weil hier der Sturm gewütet hat? Die hatte so ein radioaktives Symbol auf sich. Also wenn die krank sind, dann hat doch jemand, glaube ich, eine Bombe abgeworfen. Oh, so viele Sachen hier. Oha. Guck lieber nicht, was in der Bratpfanne ist. Oh, warum aber? Oh nein, ich möchte nicht reingucken, aber guck mal, das coole Badezimmer, das finde ich mal eine nette Idee hier mit der Dusche. Hier hat wieder einer mit Humor gewohnt. Ach so. Das mit hier. Der Seife am Seil, ja? Als Seifenspender, ja. Also, ja. Ja. Oh, das gute Abraxo. Putzmittel hast du gefunden. Mhm. Oh, ja. Und einen Spiegel hat er auch hier so einen Kopf da hingehängt. Oh, hier steht auch letzter Wille und Testament von Jeremiah. Jeremiah Ward. Okay, so, wollen wir gucken, was das ist? Ja, du darfst lesen. Letzter Wille und Testament. Ich, Jeremiah Ward, Bürger der Stadt Flatwoods im County. Keine Ahnung. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und nicht unter Zwang handelnd. Im Großen und Ganzen. Hiermit erkläre ich, dass dieser Brief mein letzter Wille sein soll. Meyer kriegt das Haus und alles, was drin ist. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. Und sie ist die einzige Person, die mir geblieben ist. Ich weiß, dass sie noch lebt. Die Responder sagen, die Hunde hätten sie erwischt, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Sie waren wirklich gut zu uns. Einem alten Knacker wie mir das Kochen beizubringen, ist schon was. Das muss ich ihnen lassen. Aber ich weiß, dass sie wegen der Hunde gelogen haben. Ich habe sie auf den Hügeln gesehen. Böse Leute spionieren uns aus. Sie haben meine Enkelin entführt. Ich weiß es einfach. Ich hol dich zurück, Meyer. Versprochen. Böse Leute in den Hügeln, das ist jetzt schon das zweite... Oh. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass die... Das ist aber traurig hier. Oh. Ach, so eine kleine war das. Die Mia. Meyer. No. Mia. Oh, Souvenir-Teddybär. Entschuldigung, Mia, aber den klaue ich dir. Vielleicht suchen wir mal nach Mia. In den Hügeln. Was ist denn da unten drin? Schneidebrett. Aber Holz packt man aber nicht in den Backofen. Von wegen kochen gelernt. Der hat keine Ahnung. Da war doch ein Rezept, oder? Ja. Ich habe das jetzt einfach so aufgegrabbelt, weil ich einfach gerade im Grabbelbahn war. Aber hier ist noch eins. Entschuldige. Cranberry-Marmelade. Nö, kein Problem. Ich nehme das Cranberry. Cranberry-Marmelade. Mm. Ach so, hast du auch? Nein, aber das klingt gut. Okay. T-Shirt und Hose. Ach, das ist ja wie es. Bitte? T-Shirt und Hose will ich nicht. Hier liegen noch T-Shirt und Hose rum. Aha, guck mal, hier unten, da ist der Pömpel. Ja, will ich nicht. Falsch benutzt hat er ihn. Falsch benutzt? Ja, so auf dieser Seite hier, da gehört er doch ins WC eher. Naja, aber er hat zumindest hier den Aschenbecher neben der Dusche stehen, das ist wichtig. Ja. Und wunderschöne, jetzt wollte ich auch schon sagen Pelikane, aber es sind ja keine Pelikane. Flamingos? Flamingos, ja. Genau. Mhm. Oh, damit haben es die Amis ja wirklich, mit diesen Gartenflamingos. Ja, sind die wirklich da so weit vertreten? Ja, tatsächlich. Ja, dann gehen wir mal wieder dem Sturm entgegen. Ich hoffe, der ist jetzt weg. Oder gehen wir überhaupt richtig? Ja, doch, aber wir müssen hier eigentlich mal abbiegen. In die Hügel, wir könnten in die Hügel gehen und nach Mia suchen. Ja. Hier haben wir noch einen großen Werkzeugkasten. So, okay. Ja, nun, so kann man sein Auto natürlich auch hochstemmen.
Ich frage mich zwar, wie er es hochbekommen hat, aber... Vielleicht sind die gar nicht so schwer. In den Hügeln. Aber das kann ja alles heißen, oder? Ich meine, da, wo wir herkommen, sind ja auch Hügel. Also. Ja, das stimmt allerdings. Aber, oh, da hinten ist ein Weg in die Hügel rauf. Mit so... Oh, gut. So Holz... Da können wir Holzgelände. Da können wir in der nächsten Folge mal gucken. Sind wir schon wieder so weit? Yep. Ja. Dann bedanken wir uns wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen würden, wo wir in die Hügel gehen, die hoffentlich keine Eis haben. Bis dahin, ciao. Tschüss.